Wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert. Für Restpostenhändler Alexander Walzer nicht nur leere Worte. Ich nehme an, palettenweise 20. Nein. Hallo, ich bin's, dein Freund. Ja, ich weiß. Hast du mich vergessen? Ja, aber weil wir ja Freunde sind, muss ich ja auch leben. Ja, du musst, selbstverständlich musst du leben, mit 22. Mit 22 leben. Auf der Sonderpostenmesse in Köln feilscht er um jeden Cent. Und wenn er könnte, um jeden halben. 52,50. So machen wir das. Okay. 52,5. Ich nehme auch dann 23 Stück, damit ich den halben Cent dir irgendwie überweisen kann. Dabei ist ihm jedes Mittel recht. Voll. 8 Euro? Ja. Du bist ganz schnell, ne? Immer. Ich nutze aus, dass du nicht so gut Deutsch sprichst. Jetzt sind wir hier am Messegelände in Deutz. Da ist die IAW Internationale Aktionswarenmesse. Da ist sie, da ist der Eingang. Da warten die Schnäppchen auf mich. Ich bin gespannt. Aha. Die Messe findet zweimal im Jahr statt. Wer hier einkaufen will, braucht einen Gewerbeschein oder eine geschäftliche Steuernummer. Hier kaufen nur Profis, hier können keine normalen Menschen einkaufen, sondern nur Schnäppchensucher sozusagen sind hier unterwegs. Auch ich bin hier jedes Jahr und finde hier immer ohne Ende Mega-Schnäppchen. Das ist die Messe, über 400 Aussteller. Und das letzte Mal habe ich rund für 220.000, 225.000 Euro Ware gekauft. Und ich werde versuchen, das dieses Mal zu toppen und hoffe, ich finde Schnäppchen ohne Ende. 3 Tage lang auf einer Fläche von 30.000 Quadratmetern verkaufen Händler aus 26 Ländern Produkte, die günstiger sind als der übliche Handelspreis. Der Grund? Es sind Restposten oder Saisonartikel. Und worauf achtet Alexander Walzer? Ich kaufe immer Ware nach Gefühl. Wenn es ein super Posten ist und da gibt es 100.000 Stück von und der Preis ist Bombe, kaufe ich auch 100.000 Stück. Ja, also da mache ich gar keine Gefangenen. Alexander Walzer will seinen Kunden nicht nur günstig, sondern auch gut bieten. Ob der erste Händler das hat, was er sucht? Hi. Hi. Alles gut? Alex, grüße. Lebensmittel laufen besonders gut. Die Inflation macht sie besonders teuer. Dieser Händler hat Promi-Eistee im Angebot. Was hast du? Ja, das ist richtig was für dich. Einmal hier die letzten Dosen Shirin David, die werden jetzt vom Markt genommen. Was ist das, Eistee? Shirin David ist eine bekannte Rapperin. Oh, noch nie gehört. Darf ich auch mal? Sehr gerne. Was ist das, Mango? Und das, ist andere? Mango und das andere ist Candy. Candy und Shore, Mango. Ne? Und ist ein Eistee, ist oder? Ein Eistee. Shirin David hat wie viele andere Rapper oder Künstler Eistee gemacht. Der lief so gut, dass er jetzt wieder eingestellt wird. Und hier haben wir die letzten, ich glaube, 20 LKWs gekauft. Alexander Walzer überzeugt sich immer selbst von der Ware, bevor er zuschlägt. Kostet im richtigen Leben? 1,49, 1,29. Was ist der billigste? Billigste? 1,29 die Rewe. Gibt es noch irgendwas für einen Euro? Nochmal Rewe. Und einmal hier oben in der Aktion für einen Euro. So, in der Aktion für einen Euro? Du bezahlst 25 Cent. Ich nehme an, palettenweise 20. Nein. Hallo, ich bin's, dein Freund. Ja, ich weiß. Hast du mich vergessen? Ja, aber weil wir ja Freunde sind, muss ich ja auch leben. Ja, du musst, selbstverständlich musst du leben, mit 22. Mit 22 leben. 3 Cent billiger klingt zunächst wenig. Bei 18.000 Stück spart Alexander Walzer aber mehr als 500 Euro. Das kommt seinen Kunden zugute. Viele kennen mich ja auch und die sagen, komm, mach für den Alex nochmal 3 Cent billiger, das ist schon gut. Er gibt es an seine Kunden ja auch weiter. Also sie wissen, dass ich keiner bin, der 10 Cent kauft und für 50 verkauft. So jemand bin ich nicht. Als Gewinnspanne setzt er 10-50% an. 22 Cent habe ich jetzt dafür bezahlt. Das heißt, ich kann davon, und das werden wir machen, 3 Dosen 1 Euro. Also beim Discounter 1 Dosen Euro, bei uns kriegst du 3. Also 3 Stück, 3-mal so viel, ne? Für 1 Euro. Gesamtsumme sind wir bei ungefähr. Sagen wir mal, rechnen wir doch mal. Inklusive dem Pfand 4.000 Euro Warenwert. Ja, ungefähr. Finde ich übrigens eine schöne Sache, dieser Schutz auf dieser Dose. Weil wenn man die so kauft, hat man immer so ein bisschen das Gefühl, man macht die auf, hängt die sich an den Mund. Und nachher wundert man sich, wenn man dann auf einmal irgendwie Herpes oder irgendwas kriegt. Ja. Finde ich persönlich nicht so schön. Und man reibt die ja nicht ab. Also ich weiß nicht, wie es den Leuten zu Hause geht. Dose Cola macht man auf, tschück, 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 tschück. Ja. Da hat vielleicht schon mal einer im Supermarkt mal geguckt. Ne? Keine Ahnung. Vorher.
Die Produkte auf der Messe stammen zum Großteil aus Überproduktion oder Geschäftsaufgaben und sind deshalb so günstig zu haben. Beim nächsten Artikel eines Hamburger Sternekochs ist der Grund ein anderer. Bei der Sojasauce haben sie sich jetzt entschieden, hier die Flaschen noch mal anders zu machen. Und dadurch ist dieser Posten am Markt gewesen. 70.000 Flaschen haben wir letzte Woche aufgekauft, wurde am Freitag bei uns angeliefert, haben wir jetzt mit auf der Messe. So eine Sojasauce hat mal draußen 6,99 gekostet. Wahnsinn. Und ich darf das gar nicht so laut in die Kamera sagen, für was wir die jetzt verkaufen können. Sag mal ins Ohr. 59 Cent. Ah, also ein Glück, wir dürfen nicht 59 Cent in die Kamera sagen. Kannst du einen Euro dran machen, das sollte fliegen. Ich denke. Machen wir eine Palette? Doch Alexander Walzer wäre nicht der Geschäftsmann, der er ist, wenn er nicht noch etwas falschen würde. Wenn du 50 schreibst, kommen wir damit klar. Dann machen wir 55, die goldene Mitte, okay. Eine Palette. Macht rund 4.000 Flaschen. Für mehr als 6.000 Euro hat Alexander Walzer an diesem Stand bereits eingekauft. Und der Händler hat noch weitere Schnäppchen. Ich habe davon 200.000 Stück aufgekauft in den unterschiedlichsten Sorten, in den unterschiedlichen Verpackungen. Also gewürzflüssig. Flüssiges Gewürz, genau. Cool. Hat gekostet draußen? Hat gekostet draußen 7,99. Ich glaube, dadurch hat das nicht funktioniert. Ich meine, es ist aufwendig verpackt. Ne? Alleine das Fläschchen mit der Pipette. Ja, das ist schon eine Menge wert. Hat erst 7,99 gekostet, dann haben sie es für 4,99 probiert. Hat auch nicht funktioniert. Bei uns ist das jetzt gelandet. 200.000 Stück in Summe. Und wir sind in der Lage, das für 55 Cent abzugeben. Muss man. Der Kameramann muss auch mal riechen. Riech mal, Alter, Knoblauch, hui, da kriegst du auch eine Dosis, oder? Ne? Da bist du hart geflasht. Und was zahlt der Kunde im Internet für die Knoblauchbombe? Gratislieferung, nur noch 19 auf Lager für 19,50. Wie viel kriegt man da? 1, 2, 3, 4, 5 Stück für 19,99. Also Stück 4 Euro. Bei diesem Händler bekäme Alexander Walzer das Knoblauchöl zum Stückpreis von 55 Cent. 50 habe ich nicht gesagt. Nein. Okay, aber würdest du 50 machen? Nein, brauchst du doch nicht. Warum nicht? Leben und leben lassen. Ach so, okay. 52,50. So machen wir das. Okay. 52,5. Ich nehme auch dann 23 Stück, damit ich den halben Cent dir irgendwie überweisen kann. Wenn ich eine gute Connection zu jemandem finde, einen guten Zugang zu jemandem finde, ein schönes Gespräch erstmal mit demjenigen finde und die gleiche Wellenlänge finde, ist es viel einfacher zu sagen, hey, mein Lieber, komm, jetzt mach mal keinen Quatsch, da kannst du noch mal ein paar Cent billiger machen. Ja, das ist, wenn es nicht so steif und so förmlich ist, ist das viel einfacher, auf einer freundschaftlichen Basis das zu machen. Am Ende will ich einen guten Preis haben. Alexander Walzer kauft an diesem Stand noch 5 weitere Restpostenprodukte. Was haben wir ungefähr für einen Warenwert? 10 Bälle? Kommen wir wahrscheinlich drüber. Ja, bei 12. Durch 12, das ganze Pfandthema. 12, 15, ja, ja, bei 12. Danke, ich wollte nur noch einen Sonar-Tee fragen. Dass mich, kommt. Dass mich schön, ich habe schöne Posten gemacht. War cool. Danke. Danke, du schickst mir eine Auftragsbestellung. Komm. Ciao. Ja. Tschüss. 2 Stunden und 6 Händlergespräche später hat Alexander Walzer bereits 150.000 Euro an Ware eingekauft. Ein Produkt fehlt ihm noch im Sortiment, die Bratpfanne. Ein Verkaufsschlager, aber nur, wenn die Qualität stimmt. In diesem Fall ist selbst der Händler nicht ganz überzeugt. Einfache Qualität. Bei mir ganz einstand ist. Einstand. Das günstigste von den günstigen. Kostet? Für dich 2,99. Ja, die kann ich verbiegen. Mal locker verbiegen. Versuch du mal, ich schaff's nicht. Alex, komm mal. Komm einmal! Oh, Junge. Nur fürs Fernsehen, nur für euch. Schnäppchenjäger Alexander Walzer kauft in Köln auf einer Restpostenmesse ein. Was ihm noch fehlt, sind Bratpfannen. Denn die laufen immer gut in seinem Markt. Doch aufgepasst, ein guter Preis allein ist nicht alles. Die Qualität muss stimmen. Ja, die kann ich kann mal locker verbiegen. Versuch du mal, ich schaff's nicht. Alex, komm mal. Komm einmal! Oh, Junge. Nur fürs Fernsehen, nur für euch. Aluminium. Was kann man damit jetzt, also was könnte man hier jetzt machen? Mit? Die vom Stand verscheuchen, die einen zwingen, Pfannen zu verwiegen. Alexander Walzer sucht weiter an einem anderen Stand.
Sollen wir schnell fangen, noch fertig machen, Deal aufschreiben? Das ist der Dennis und wir kaufen bei der Firma und bei ihm ganz, ganz viel Ware. Und mit dem habe ich natürlich ein freundschaftliches Verhältnis, geschäftsfreundlich wie auch Freundschaftsverhältnis zur Person selber. Mit dem machen wir schon 15 oder gar 20 Jahre Geschäfte. Wir verhandeln dort wenig und wir kriegen viel Ware und große Volumen bei ihm. Und deswegen aus dem Hoflieferant passt. Alexander Walzer hat die Qual der Wahl, denn Dennis Yücel hat ein ganzes Regal mit Pfannen. Hier ist noch eine mit Edelstahlgriff. Auch mit Chrom, auch mit diesem Boden. Was kosten die hier? Für dich 5. Ohne Handeln, sagst du? Ohne Handeln, das ist schon genug gehandelt. Sicher? Ja, ganz sicher. Komm, 50 Cent noch. Geh mal in die andere Hölle. Ja, da waren wir schon. Wie, warst du schon? Da haben wir schon lange geguckt. Das, wie Bazar, da kannst du hoch und runter handeln, wie du willst. Also, was meinst du? Ja, 5er. 4,50 für den Tennisschläger, für den Gin. Okay, weil du es bist, 5,50. 5,50, also ich würde 4,50 sagen. Treffen wir uns in der Mitte. 4,75. Wo bist du zur Schule gegangen, mein Freund? Ja, 4,50 und 5, 4,75. Okay. Danke, auch 300 Stück. Weiter geht die Einkaufstour mit Hygiene- und Pflegeartikeln. Hast du? Hab ich. Nee, doch, hab ich auch. Aber das ist ein richtiger Film. Genau. Das ist, glaube ich, der bescheidenste Artikel, den ich in meinem Leben je gekauft habe. Unfassbar. Eine Bedienhilfe. Bar zu Corona-Zeiten. Das ist praktisch ein sechster Finger. So ein Nonsens. Mach mal einen auf. So ein Nonsens, also habe ich selten erlebt. Ich weiß nicht mal genau, wie es funktioniert. Weißt du, wie es funktioniert? So, dann konntest du das aufmachen, konntest dann praktisch mit deiner Hand als sechster Finger irgendwie eine Klingel oder irgendwas betätigen. Und damit das dann desinfiziert ist, da ist ein Desinfektionsmittel drin. So, dann konntest du es wieder einstecken mit deinen eigenen Fingern. Also wenn du praktisch in der Nase bohren wolltest, dann konntest du das hierfür benutzen. Was ein Scheißartikel. Und was hat das Ding gekostet? 10 Euro oder keine Ahnung? Ja, also das ist völliger Schwachsinn. Unfassbar teuer. Ja. Auch ein Schnäppchenkönig liegt mal daneben. Einen Fehleinkauf will er sich heute ersparen. Oben diese beiden Regale, sage ich mal, ist bei uns ein Spielwarenmix, wo wir auch nicht eine kleine Menge, das sind glaube ich jetzt 65.000 Teile im Gesamt. Eine kleine Menge, 65.000 Teile. Ne? Das sind so Posten, wo man sagt, das sind richtige Knallerposten. Und da wollen wir auch einfach, glaube ich, auch nicht in eurem Interesse bei den hohen Stückzahlen, die ihr habt, irgendwelche Preise rauszuposaunen. Ne? Aber davon werde ich zuschlagen, kann ich dir jetzt schon sagen. Weil das so ein kleiner Preis ist. Das ist ein Mischpreis, wo jedes Teil gleich kostet. Also das heißt, ich bezahle für so ein Auto oder so eine Spritzpistole oder auch so eine Barbie. So eine Barbie, die kostet dann, ich sag jetzt mal extrem, die Barbie kostet im Einkauf genauso wie so ein Kartenspiel. Ja. Das Kartenspiel an sich ist aber trotzdem Marke, aber kostet dasselbe im Misch. Man muss danach halt genau sehen, wenn man die Ware bekommt, wie viel kriegt man von was. Da kommt ein anderer Verkaufspreis dran wie hier. 5.000 Teile würde ich kaufen. 5.000 Teile gemischt. Die kannst du mit reinmachen, 5.000 Teile. Preis sagen wir bitte nicht. Nein, aber der Preis? Okay, also hast du dann schon 15% runtergelassen. Für dich, weißt du. Okay, die kannst du mit aufschreiben. Rund eine Stunde verhandelt Alexander Walzer mit Dennis Yücel und kauft am Ende 2 LKW voll Ware. Von Bratpfannen bis zu Bikerhelmen. Gut, dann sag mal Gesamtsumme vom Auftrag, was schätze? Warte ganz kurz. 55.853 Euro haben wir heute ausgegeben. Alter, hast mir die Hose ausgezogen. Ich muss von irgendwas leben. Ja, danke. Danke. Schickst mir Auftrag alles auf zu. Auf jeden Fall. Dann guck ich mal noch was, wer noch mehr Geld will. Gibt's bestimmt genug Leute. Ja, aber ihr habt gute Ware. Ja? Okay, danke euch. Passt auf euch. Ciao. In 2 Stunden schließt die Messe. Doch der Schnäppchenkönig hat noch längst nicht genug. An diesem Stand entdeckt er Gartenschläuche. Den Händler kennt er, wie so viele auf der Messe, persönlich. Da habe ich beim Holländer. Mal gucken, was da geht. Das kennt jeder, das ist der Vorteil. Und da müssen wir mal schauen, was da rauszuholen ist. Ja. Hallöchen. Hallo. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ja. Ja, mein holländischer Freund. Was hast du denn da? Ja, das ist ein neuer Poster. Das sind Klauke. So, und die haben wir jetzt 35.000 Stück. Verstehe. Kostet der ganze Spaß?
Ja, für dich 11 Euro. Was muss ich nehmen davon, damit du mir das für 8 Euro verkaufst? 1000 Stück. Für 8 Euro? Für 8 Euro? Ja. Du bist ganz schnell, ne? Immer. Ich nutze aus, dass du nicht so gut Deutsch sprichst. Ja. Also, wie viel muss ich nehmen für 8,50? Ja, das geht nicht. Wo liegt der Preis ungefähr? Du weißt, ich mache dir immer schon gute Preise. Ja. Mach ich's gut, brauchen wir nicht reden, alles Bombe. Ich schau mal in meinen Laptop. Hol meinen Laptop her und dann mach mal wirklich. Es läuft gut, es läuft wirklich gut und es ist trotzdem manchmal schwierig, gerade mit jemandem, den man auch gut leiden kann, also mit dem man auch so ein bisschen persönlichen Kontakt hat, dann zu verhandeln. Ja, weil ich kann dir noch 1 Euro geben, bei 1000 Stück. Also anstatt 8,50, 9,50? Nein, 10 Euro. Mit jedem Euro weniger spart Alexander Walzer insgesamt 1000 Euro. Kannst du nicht 9 Euro machen? Ja, das geht wirklich nicht. Irgendwas. Wir verraten es auch keinem. Also, 9 Euro und wir sind im Geschäft. Ich brauche die 10. Noch ein bisschen. Ein bisschen. So ein bisschen. Du brauchst immer ein bisschen. Brotherhood Price. 9,75. 9,25. Nein, 9,75. 9,50. Geht nicht, Alex. Ja, 9,75, okay. Da hast du mir wirklich einen guten Preis gemacht. Da machen wir das. Und ich verkaufe den mit 17,99? Ich denke, ja. Bin ich damit super billig? Kannst auch einen Schlauch für einen Zehner kaufen. Müll. Ist halt so. Musst du selber wissen. Schlechte Qualität ist bei Alexander Walzer trotz günstiger Preise ein No-Go. Auch Nachhaltigkeit spielt bei seinen Einkäufen eine Rolle. Was hast du hier? Ja, das ist recycelt. So, das heißt, das sind Artikel, da hat man die Flasche. Von Plastikflasche hat man gebraucht und hat das recycelt und dann jetzt das hier draus produziert. Also der komplette Akkuschrauber ist praktisch aus 50% steht hier Ressourcen gemacht. Hier, man hat 8 Flaschen dafür gebraucht. Für was? 8 Flaschen, um die Gehäuse herzustellen? Ja. Was kostet der online ungefähr? Also bei eBay original 70 Euro. Ja. Also müssen wir 39,99 machen. Ja, denke ich. Ja. Dann kannst du mir das verkaufen für 20 Euro. Wie viel der Rest? 20 Euro? Sind nur 100 Stück oder so. Du musst nicht immer deinen Computer gucken. Du musst auch mal was auf deinen Kopf machen. Du bist schlauer Junge. Weißt du, wie viel Ware wir haben? Ich weiß, aber du bist schlau. Ja, du musst keinen Computer gucken. Da hast du recht. 25. 20. Heute muss ich mal gewinnen. Heute? Du musst immer mal gewinnen. Was machen wir? Wir teilen das Unterschied. Den Unterschied? Also 22 Euro. 22,50. Komm, 22,50. Meiner. Okay. Und am Ende 22,50. Wir verkaufen es mit 39,99. Vielleicht mache ich sogar 34,99 in die Werbung. Das sind irgendwie 94 Stück. Das ist eine Sache von ein paar Stunden, sind die eh erledigt. Und dann haben wir 10 Euro verdient. Alles gut, passt. Kunde hat einen Bomben-Value. Jeder Kunde, der das kauft, hat ein Bombengeschäft gemacht. Er hat ein bisschen verdient, wir haben ein bisschen verdient. Ist doch alles gut. Nach 8 Stunden, tausenden Schritten und einer Menge Testen, Feilschen und Händeschütteln verlässt Alexander Walzer die Messe. Sein Fazit? So, am Ende eines Tages, die Messe hat funktioniert. Ich habe für knapp 270.000 Euro Ware gekauft. Letztes Jahr 220.000, 50.000 mehr. Habe ich dafür mehr Ware bekommen? Das ist natürlich jetzt wieder das Thema, weiß ich nicht, weil es ist vieles teurer geworden. Warum? Jeder Großhändler, der früher Posten gekauft hat, hat sie so verscherbelt, wusste nicht, welche Schätze er oft hatte. Heute mit dem Handy weiß jeder sofort, oh, guck mal, der Artikel ist gar kein Euro wert, das ist ja 3 wert. Kann ich ja locker teurer verkaufen. Also wird es immer schwieriger für uns, Schnäppchen zu schießen. Aber das hat am Ende geklappt. Wir haben super Ware gekauft und ja, am Ende profitiert auch bei uns im Rambazamba-Markt der Kunde durch unseren guten Einkauf.